So. Wo sind wir hier? Jetzt sind wir auf dem Stand von Adria. Adria bedient ja verschiedene Modellreihen und ein Einstiegsmodell. Das ist das All-in-Modell. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ein 640er All-in. Modell 2022. Kostet hier, wie wir euch jetzt heute zeigen, 57.400. Okay. All-in hat einiges All-in, also direkt inklusive eine Markise zum Beispiel. Solarzellen sind drauf und solche Geschichten. Okay. Das ist das All-in. Einsteigermodell. Bei den anderen Modellreihen kannst du alles einzeln bestellen, sind viel teurer. Und der ist immer auf Citroën. Verstehe. Der aufgesetzte Fenster. Ja. Natürlich, weil Einsteigermodell auch in manchen Sachen ein bisschen einfacher gehalten. Das liegt natürlich am Preis. Genau. Aufsetzfenster Adria. Hat aber auch natürlich ein Fliegengitter. Natürlich. Er hat eine Trittstufe. Eine Vorrichtung für den Außentisch. Das würde ja dann mit Dach auch richtig schön sein. Haben sie auch ein bisschen Licht hier. Schöne helle Möbel. Ja. Und autoindustrieähnliche Sitze. Okay. Was die sind also wirklich, dass die sehr bequem sind. Ach so, meinst du? Ja. Also so Geh mal hinein und setze dich mal hinein, dann merkst du es. Ja, setz du dich mal, weil ich setz muss ich ja, mich muss mal. Filmen, also. Ja. Ich setze mich mal auf den Beifahrersitz und die sind wirklich sehr bequem, die Sitze. Ah, gut. Machen wir wirklich einen Eindruck. Ja. Wenn du ins Auto reinkommst, hast du hier auf der Säule Lichtschalter. Mhm. Was sind die? Da ist die Stufe. Genau. Und hier ist nochmal. Auch nochmal Licht für. Ah, das Ambiente-Licht. Ambiente-Licht, ne? Genau. Hier eine Leselampe. Okay. Und den Rest machen wir gleich. Bidinett. Mhm. Verschiebbarer Tisch zum Ausklappen hier natürlich. Ein Staufach auf dem Boden, wo leider der Tisch drauf steht. Dann muss ich jetzt mal durch die Kamera laufen, um die aufzukriegen. Ja, nicht gut durchdacht. Es ist, irgendwie geht's, aber es steht der Tisch leider drauf. Ja. Den nehme ich jetzt mal an. Ah, oh, da okay. Ist das Bordwerkzeug drin. Okay. Und das man braucht so man ja so oft auch nicht. Ja. Von daher kann man das verzeihen. Kann man das sicherlich verschmerzen. Das sieht aus wie ein Ausströmer noch. Da kommt Heizung. Warme Luft raus wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Da auch. Da hinten auch. Hier ist die Ansaugung von der Heizung, die dann unter der Bank ist. Und da hinten ist dann noch das für das Bett. Das ist das dritte Bett, ja. Das dritte Bett, genau. Wie sagt man, der Auffangwinkel. Ja. Ja. Also das okay. Die Stoffe der Sitze, ja, ist wahrscheinlich Kunstleder, aber... Echtes Kunstleder. Echtes Kunstleder, wirkt aber sehr wertig. Auf jeden Fall. Ist auch hier mit so einer Prägung und so. Ja. Adria sowieso eigentlich sehr edel gemacht ist. Da haben sie dann hier noch so ein paar Fächer. Auf jeder Seite ein Ablagefach und hier über der Dinette. Oh ja, schön. Zwei. Auch sehr tief. Tiefe. Mhm, Fächer. Hier hinter sicherlich Technik, steht auch schon da TV. Also dahinter ist mit Sicherheit TV-Vorbereitung. Genau. So, dann haben wir unten haben wir noch eine schöne große Lichtleiste. Aha. Und da hinten ist TV. Da hinten, da ist dann der Anschluss. Hier ist TV, genau. Steckdose und Schalter, der Schalter für die. Ist da hinten noch eine USB-Dose? Ganz da hinten ist dann auch eine USB. Da. Ah, ja. Fenster, die Verkleidung deckt die Fenster komplett ab. Es sind ja Vorhängfenster zum Abdunkeln und auch Fliegengitter. Auch Fliegengitter. Von oben. Ja, macht einen sehr aufgeräumten, eleganten Eindruck. Ist also für Adria Einsteiger ist das wirklich, da ist ja alles drin in dem Auto. Wenn du mal darüber dann schwenkst, zur Schaltung, zur Bedienpanel. Ja. Denn es ist schon die bessere Steuerung drin, die kostet ja auch Geld, die Automatik hier. Und das Adria Panel. Sehr schön. Was auch sehr schön gemacht ist, lassen die extra anfertigen. Auto wird gebaut in Slowenien. Ah, verstehe.
Einmal weiter, die Küche. Mhm. Küchenschrank. Ich gucke ja immer, ob ich mit denen vor den Schädel haue. Ja. Tue ich nicht. Aber die Klappe so ein bisschen rein verschwindet. Ne? Ja, aber ne, mir ja, ist es wichtig, schön, dass ich da rein kann. Das ist auch ausreichend tief, sodass man Tassen, Teller und sowas reinkriegen könnte. Auf jeden Fall. Über der Küche. Und die Küche selber. Hier ein Gewürzregälchen. Dann haben wir ein großes geteiltes, ich sag's jetzt nicht nochmal, da fehlen schon wieder die Knöpfe, wir sind auf der Messe. Mit elektronischer Zündung. Ist so ein broniertes Material, vielleicht ja, so ein bisschen pflegeleichter. Mhm. Ne? Ja, und die kann man ja abnehmen hier das und dann, ja, wenn es hier überkocht, geht. So Gummis brauche ich auch noch, soll ich die jetzt hier mitnehmen? Ja, ja. Ein sehr stylischer Hahn hier. Ah ja, stimmt. Adria ist schon nicht schlecht. Nun haben wir ja hier drei große Schubladen in der Küche. Oh, die sind aber das sehr groß. Das klappt man so an, das ist auch wieder gemacht. Ne? Boah. Guckt euch das an. Zwei, drei große Klappen. Da sind wir ja in einem Riesenauto. Wir haben ja einen 640er hier. Ja, stimmt. Aber trotzdem, da ist Platz. Ne? Und alles schön klick. Soft Close zieht sich ein. Da freut sich der Koch. Da freut sich der Koch, denn zu kühlen ist ja auch genug. Ja. Tredford, großer Kühlschrank. Großes Gefrierfach. Großes Gefrierfach. Nee. Kleines Gefrierfach. Kleines Gefrierfach. Oh, da bin ich aber jetzt erstaunt. Ja. Habe ich gedacht, da wäre ein großes. Also nur so ein bisschen Handteller groß. Ja. Pizza musst du dreimal klein schneiden. Ja. Wenn man die dann braucht. Unter dem Kühlschrank. Der große Kleiderschrank. Kleiderschrank Nummer 1. Ach komm, jetzt gibt's da an, ne? Kommt da noch ein zweiter. Eine weiter. Kleiderschrank Nummer 2. Sehr gut. Beim 640er natürlich alles möglich. Auch mit dem Ausfallschutz nach vorne. Ja. Ein kleines. Dann noch hier Aufstieg zum Bett. Ja. Einzelbetten hinten. Messen wir gleich. Machen Gucken wir erst gleich. Jetzt mache ich mal das Badezimmer. Beim All-In, bei Adria gibt es ein Klappbad. Kannst du beim All-In nicht haben. Okay. Beim All-In ist das, ja, das alte in Anführungsstrichen Bad mit Vorhang verbaut. Mhm. Machst dir auf. Okay. Ja, ist aber sehr ordentlich. Na ja, gut, wie gesagt, 640. Schönes Waschbecken. Freut die Leute, die ein bisschen auf Designwert legen. Getrennte Dusche und Wasserhahn, Toilette viel Platz und hier oben auch nochmal ein Push-Schränkchen. Da freuen sich die Mädels für die ganze Kosmetik. Ja, aber oh, keine, keine Steckdose. Ah, hast du. Für den Föhn oder den Rasierer, wie immer man will. Ja, kannst du machen? Ja, was du zuerst kaufst, ist ein Gummipfopfel, weil du machst die Tür auf und die klatscht hier vor den Kühlschrank hier oben. Dir da alles, ne? Ja. Und ist also nicht gebremst. Ist auch schon kaputt hier. Mhm. Also am besten hier irgendwas bohren. Weil am Boden geht's nicht. Irgendwas, weil hier ist auch der ein Ausschalter für den Kühlschrank, also die Schaltung für den Kühlschrank. Muss man sich was einfallen lassen. Das ist nicht so gut. Dann gibt es einen Aufstieg zum Bett. Ist ja ein Längsschläfer. Stufe. Da ist auch noch ein Fach drunter. Boah, ich jetzt kann ich mit den Füßen machen. Ne? Ja, ist gut. Eigentlich nicht, ne? Aber so. Wir haben einen Längsschläfer und da ist noch ein kleiner Kühlschrank Nummer. Schrank Nummer 3. Wahnsinn. Also hier kann man schon eine Menge Zeug mitnehmen. Da ist schon, geht schon eine Menge rein hier in das Auto. Ja. Und dann haben wir hier auf jeder Seite 3 Sockenfächer. Da gehen aber schon mehr als Socken rein. Boah, das ist, die, und sehen von außen, die sehen so klein aus, aber die sind richtig groß. Ja. Also die sind richtig groß, richtig tief. Mir gefallen diese Push-Türchen, die dann so von selber hochgehen. Ja. Das finde ich sehr pfiffig. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier, wie gesagt, Längsschläfer mit Leselämpchen
Ambientebeleuchtung. Mhm. Und die kann man natürlich aufstellen. Darum ist hier der Halter, wenn man das Bett hochstellt, dass du es da festmachen kannst. Genau. Ein Ausschalter, Ambientebeleuchtung. So kann man dann vom Bett aus auch das Licht ausmachen. Dann haben wir da ein Fensterchen. Da, die Fugger fängt ein Fenster, funktioniert wie die vorne. Ja, sind keine Geheimnisse. Nee. Hinten noch ein kleines Fach. Hinten Fach fürs Handy und dann müssen wir gleich mal in die Garage gucken noch. Das ist auf der anderen Seite natürlich identisch. Für jeden. Da ist noch ein kleines Schelterchen, da ganz an der Ecke. Das ist hier für die Leuchte. Ja. Und hier hinten ist ein USB. Ah, die habe ich gesucht. Genau. Da oben ist USB. Und auf der anderen Seite nicht auch? Auf der anderen Seite nicht. Nicht. Okay. Nein. Ja. Also nur die Frauen dürfen oder nur die Männer dürfen oder wie auch immer. Und dann haben wir noch einer von beiden. Genau. Ja, dann gehen wir mal nach hinten. Ja. Oder möchtest du ein bisschen schlafen? Ja, hau rein. Ach, hier ist ein Stück gebaut. Schatz, du nimmst mal meine Schuhe. Komm her, ich nehme sie. Längsschläfer, muss ich wieder raushüpfen, ne? Das ist aber hoch, du. Ja? Ja. Mein Gott, bist du ein Angeber. Ah, jetzt reißt er die Türverkleidung Adria ab. Adria braucht keine Aussparung hier. Ach, von denen, das sind die einzigen, die sich die Mühe machen, ja. Und das ist ziemlich kompliziert, wohl offensichtlich, die Verriegelung hier hoch zu verlegen, dass du da im Notfall auch dran kannst. Mhm. Hast recht. Macht sonst keiner. Nur Adria. Und so hoch ist es klar. So. Perfekt. Sind wir drauf. Vorbildlich ist hier die Kurbel für die serienmäßige Markise verbaut. Noch zwei kleine Fächer da, oder drei sogar. Drei kleine Fächer. Haben wir noch Licht da unten. Hier. Eine Lampe. Ja. Da sieht man im Übrigen die Nähe zu manchen anderen Herstellern. Das ist das gleiche Ding wie bei anderen Autos auch. Lattenrost. Ja, kann man natürlich so hochklappen. Ja. Das müssen wir jetzt nicht machen. Du wolltest ja gucken, was drunter ist. Hier ist wahrscheinlich Wasser. Ja, das reicht so. Und hier ist nach hinten die Gasflaschen. Der Gasflaschenkasten, der sich nach hinten öffnet, wie sich das gehört. Sehr gut. Wobei, da haben wir ja auch noch ein paar Fächer. Da sind auch noch Fächer. Soll ich da mal hinkrabbeln? Ja, mach mal. Einfach, weil ich das gut finde. Ja, nur weil du mich krabbeln lassen willst. Ne? Also, eine beheizte Garage. Hier ist noch ein Heizungsausströmer. Einfach. Oh, groß. Ja. Aber viel. Viel Platz. Und noch eins. Und da braucht man dann von oben gar nicht mehr gucken. Das ist nur von hier erreichbar, nicht von oben. Was nicht so gut ist. Dafür ist aber das Bett wirklich freiliegend. Die Betten, also die Lattenroste, liegen wirklich frei. Verstehe. Die stoßen irgendwo unten an. Na, also du hast wirklich eine Federwirkung und landest nicht direkt auf dem Holz. Ja. Und hier ist es. Ja. Ja. Not so bad. All in. Haben wir hier die Rückfahrkamera. Ja. Die günstigste Variante, Adria zu fahren. So, sogar mit Nachtlicht, also mit Infrarotlampe, haben wir auch so häufig. Radio ist auch drin in dem All-In-Paket. Ah, okay. Mit Rückfahrkamera. Und was ich auch selten sehe, hier so eine. Eine Dichtungswulst. So eine Dichtungswulst, ne? Dass es ein bisschen wärmer ist hinten, weil da zieht es ja immer. Da zieht es ja. Und da ja hier kein Ausströmer ist, der eigentlich hier hin müsste, um so eine Wärmevorhang zu machen, haben sie sich mit dem Ding dabei geholfen. Und Adria blockiert das Öffnen, das ganze Öffnen der Türen. Mit dem Stahlseil. Mit dem Stahlseil, das heißt aushängen und ganz öffnen, geht nicht. Okay. Vielleicht ist das auch nur für die Messe gemacht. Könnte auch sein. Kann ich nicht beschwören. Weiß ich nicht. Adria All In. Ja, wie ist dein Eindruck? Das ist die günstigste Art, Adria zu fahren. Sagtest du? Und sagte ich, genau. Und dafür ein vernünftiges Angebot. Anschauen. Genau. Also anschauen lohnt sich, glaube ich. Anschauen lohnt sich auf alle Fälle. Vielen Dank, Roland. Bitte. Tschüss. Tschüss.